So, heute noch doch ganz spontan mit Manni zusammen. Planet Crafter. What the fuck? What the fuck? Nein, ich muss schalten. Okay. Ich habe mich gerade selber gehört. Ah, okay. Kürbis und zwei Methan-Dinger. Wir haben noch Kürbis. Ach, wir haben noch Fingerschub 2, dann hat sich das sowieso erledigt. So. Dreimal Obsidian. Boah, ich muss den Gesang auf. Ich hatte gerade Musik laufen. Und die haben da im Hintergrund auf also auf Spanisch oder so gesungen, das ging gar nicht. Ja, Zuschauer, erstmal moin moin. Da fahre ich dann nachher irgendwann hin, wenn ich so gegen 20 Uhr oder so. Dann mache ich dann noch irgendwie 2 Stunden Festival oder 3 Stunden und dann war das, glaube ich, genügend für mich, weil die Musik ist nicht so meins, aber die Freikarte würde ich gerne nutzen. Oh, ich sterbe. Nein. Nein. Wir haben Schmetterlingsgedöns gebaut. Oh, wo das denn? Nicht hier. Wo ist denn das Schmetterlinggedöns? Ganz nach hinten durch. Nein. Ach, das hier, okay. So, jetzt gucke ich nur, dass ich da noch ein paar Stützen drunter kriege. Ja. Nee, nicht so, sondern noch schlimmer, Elektro. Das Ding ist, ich höre gerne Elektro. Also, teilweise. Es kommt drauf an. So Hardcore-Elektro brauche ich auch nicht, aber... Ja. Also ich glaube, das ist eher ein EDM-Festival als... alles andere. Ja, EDM gehen... manche Lieder gehen gut. Ja. Aber viele halt auch einfach nicht. Ja, und die haben noch eine Hardstyle-Bühne. Oh, Hardstyle ist mega geil. Oh, ich lieb's. Ja. Du nicht so? Nee, oder war das ein Hardcore? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas, was 100% Bass ist und... ja. Hardcore ist auch so meins, aber Hardstyle finde ich super. Ja. Wow. Ich glaube, ich baue mal ein paar Nahrungs-Dingsens. Nein. Manu. Abgebrochen. Ja, wir wollten ja heute mit den Erzsachen anfangen.
Vielleicht haben wir kein Eisen mehr. Ich habe noch ein Eisen am Start. Du kannst vorne in den Erzextraktoren reingucken. Hm. Nein, ich sterbe. Ich kann die sonst jetzt eben aussortieren. Ich warte eben, bis ich nochmal gestorben bin, okay? Ja, mach das. Ups. Und ich glaube, wir müssen eine Sprengeinheit bauen. Ja? Überflüssige Ressourcen loswerden. Meinst du so ein Zerstörer oder so, Schreiner, ja, ja, wie auch immer der heißt? Genau. So, ein Aluminium. Kacke, ich brauche 3 Eisen. Weil ich wollte jetzt als erstes den Osmium-Dingens bauen. Also ich hätte noch ein Eisen. Ja, ich gehe gerade auf Suche. Alter, hier liegt alles rum, nur nicht da Eisen. Voll. Eigentlich reicht es auch, wenn ich hier nur die Stützen mache und nicht alles vollballer mit. Ja, also bei diesen Doms würde ich wirklich einfach nur 4 Stützen nach unten bauen oder so. Ja, ich meine jetzt auch bei den, Sag schon. Ja. Bei den Vierer-Dingern. Ah. Oh, da hätte ich auch nur 4 Stützen nach unten gebaut, weil das snappt irgendwie so cool. Ja. Alter, muss ich weit reisen, nur für Eisen. Jetzt brauche ich wieder Eisen. Noch ein Osmium. Ein Uran. Okay, ich brauche 4 Eisen. Wovon redet der Zuschauer? Ah, ich glaube wegen der Musikgeschmack und Festivals. Ach so. Glaube ich. Doch, so ein bisschen Melodic Hardstyle geht schon mal. Ja, ich kann ja nachher irgendwie mal ein paar Videos machen. Mhm. Nein, hör auf, da dran zu snappen. Nein. Was? Wieso nicht? Weil ich das nicht will. Okay. Ein Alu, Silizium und... Boah, stell dir mal vor, wie das eskaliert, wenn es in dem Spiel mal mehrere Planeten gibt irgendwann. Und wenn du zwischen denen hin und her reisen kannst und oh, ja. Boah.
Ich weiß nicht, ob du die Mod noch kennst, aber es gab mal, es gibt ja aktuell immer noch Mods, womit du mit einer Rakete auf den Mars zum Beispiel fliegen kannst, ne? Mhm. Und davon gab es mal eine parallele Mod, die auch dasselbe gemacht hat. Die hat auch dieselben Mods für die Planeten und so weiter eingesetzt. Aber mit der konntest du Cargo-Raketen hin und her schicken. Mega cool. Und die konntest du auch automatisch steuern lassen und so weiter. Mhm. Das würde ich halt cool finden. Oh, ich weiß. Oh. Foundry hat ein neues Video veröffentlicht. Das hatte ich eigentlich überlegt, ob wir das im React-Stream wollen, aber ich habe es vergessen gestern. Oh. Wir können uns auch gleich eben ausloggen und das Video angucken. Können es auch nebenbei laufen lassen. Ja. Foundry Roadmap vor 5 Tagen. Blueprints, Critters, Space Station Feature. So. Genau, das ist die neue Roadmap. Ja. Oder nächstes. Ja, mal. Momento, ich will hier eben noch den Kram fertig bauen. Ah, aber hier haben wir Osmium, das ist schon mal gut. Ich brauche nur noch ein bisschen Eisen. So, was macht dieses Schmetterlingsgedöns hier jetzt eigentlich? Da musst du Schmetterlinge reintun. Du hattest doch gesehen, unfassbar viel Sinn. Dass du aus Raupen hast du jetzt eine Biene hergestellt oder eine Bienenraupe, ne? Mhm. Und da gab es ja noch andere Raupen. Okay, ich brauche nur noch ein Mutagen. Davon haben wir noch welche, oder? Ja, ich habe ein Mutagen da reingeschmissen. Got it. Super. Wenn wir Glück haben, haben wir gleich unseren ersten Schmetterling. Und dann können wir oder produzieren wir mehr Insekten, heißt mehr Biomasse. Okay. Okay, habe ich noch was für den Beacon? Oh, Titanium und Silizium. Ich will das eben fertig bauen. Okay, dann haben wir jetzt unseren ersten Stufe 2 Miner, der uns Osmium produziert. Sehr geil. Finde ich auch. Oh, wie kann man denn bei Firefox einstellen, dass er beim nächsten Mal nicht den Start... Vorherige? Okay. Dann pattert. Ich hab dir einmal das Dingsens reingepostet. Kannst du wenigstens zeitgleich zugucken.
Foundry Row. Wir haben schon 5? Ja. Oh, holy shit. Warum? Oh, zu spät schon. Ach so. Naja, wir haben vor noch nicht mal 20 Minuten angefangen. Heute ist der einzige freie Tag, den ich habe. So, bist du startklar? Yep. So, Musik ist aus. Hello everyone. Welcome to our roadmap deep dive. Today we're going to talk about the items on our roadmap, a couple of things that might not be on our roadmap, and what we're planning for the first two updates. I'm Patrick. I'm the. Was? Mir wird's nicht abgespielt. Wie? Oh. Ja, wir fangen dann jetzt nochmal von vorne an, ja? Director and. Bist du auch auf YouTube? Nee, bist du nicht? Hä? Hä? Ich hab den. Ja, jetzt hat. Dann drück mal auf Play. Kann ich nicht. Boah. Der pausiert das immer direkt wieder. Ja, Moment. Jetzt? Ah. Yep. Hello everyone, welcome to our roadmap deep dive. Today we're going to talk about the items on our roadmap, a couple of things that might not be on our roadmap, and what we're planning for the first two updates. I'm Patrick, I'm the game director, and today here with me is Mark. Hello Mark. Start. Hey, how's it going? Fine. About how to introduce myself, and I couldn't come up with a role. I'm excited to talk about the roadmap because it's interesting. We created this document right at the inception of early access, and then over time, it's grown. Our thinking about where the game's going, the feedback we've received, we've had a lot of opportunity to reflect on how the game's development's going to go. Going forward, we wanted to share that with you and make sure everyone was on board with our thinking. Yep, that sounds good. Well, let's look at the image. It's right there on the screen. At the top, we're seeing update 1 and update 2. This is basically our schedule for the rest of the year. So we're still planning with 2 more updates. We don't know yet about the specifics when they're coming. But they'll be roughly 2 evenly sized updates, so you could imagine when that would be roughly. And below that we have 2 categories. We have. Die reden jetzt die ganze Zeit darüber, was wir machen werden. Mhm. Oh, ich weiß nicht. Wir können ja mal so die ersten paar Punkte angucken und dann. Entscheiden, ob wir weiter gucken more wollen. More crafting recipes, more buildings, more of the things you already know. Er redet basically. Auch echt langsam. There will be yep. New features and mechanics as well, but those are actually the other points. So the first 2 are just about more research, more stuff, more content. We stop at Science Pack 4 currently, or like at 5, but 5 is really basic. There are just a few researchers in there. So that's the obvious step on where we continue. We've been, the last thing you as a player have been doing is producing robots and sending them to our space station to sell them. And that's where we are going to continue. There will be more robots, there will be other different types, and this is how we're going to expand the content. And earlier on, but like, you know, certainly when you watch somebody get to hour 100, you really just see the delight in their eyes as they set up that first assembly line.
see a lot of potential for okay. many different robots. The space station, real quick, I think this is quite related to what we already said, to expand the Science Pack 5 and 6 content, and with a bit of the changes to one Science Pack 1 to 4, the space station will of course get more depth. There will be more modules to build up that provide you with various bonuses. There will be more things to repair, generally more to do. The selling of robots currently is okay. Also die, ja, sollen wir vielleicht lieber weiterspielen? Der redet so langsam. Ja, das dachte ich mir kann auch das nicht. Aber was ich schon mal interessant finde, ist neue Roboter, Machine Tuning. Ich denke mal, dasselbe ist wie bei Satisfactory. Advanced Power Plants, ja, die werden da einige einfügen. Neo Decor, okay, das ja. Critters, also Insekten, die da rumfliegen oder Tierchen. Ja, und dann Blueprints könnte nochmal interessant werden. Ja. Obwohl hier, warte mal, UI. Das könnte vielleicht interessant sein. Ability and user exemplified. Right now you're just shipping the robots there really quick. Usability and user experience is basically a blanket term for making the game more comfortable to play. There is countless of things we want to improve. Okay. And world updates, what that means is to make our procedurally generated voxel world more interesting. Okay, ja. Dann spielen wir weiter. Yes. Sag nochmal was. Test. Besser? Okay, ja. Ich hatte gerade kurz den Stream entmutet und dann hast du was gesagt. Ich habe gesehen, dass sich der Mund bewegt hat, aber ich habe im Stream nichts gehört. Also ich habe es nicht doppelt gehört. Deswegen war ich kurz verwirrt. Okay. So. Ja. Also das hört sich ganz interessant an, aber ich glaube, das Game braucht noch ein bisschen Polish. Vor allem mit dem Öltransport und so weiter. Ja. Oder dass er überhaupt mal anzeigt, ob noch Öl da ist oder nicht. Ja, doch, das tut es ja, aber nicht auf der Karte. Das ist ja Kacke. Ja, Zuschauer habe ich ja gemacht. Yay. Metterschling, Metterschling, wir haben jetzt einen Metterschling. Okay, was ist das? Ein Schmetterling. Ach so. Ich habe Metterschling verstanden. Ja, Metterschling. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Ist das toll! Okay. So schön. Okay, ich muss mehr Raupen sammeln gehen. So, was? Oh. Raupen findet man auch wirklich nur in der Welt, oder? Ja. Okay, wir brauchen Raupen. Okay. Teleporter freigeschaltet. Das ist mega, dass wir die jetzt haben.
Oh, hier sind ja auch schon Schmetterlinge. Ich glaube, die verteilen sich dann in der Welt. Wie cool. Oh, was kommt runter? Ich glaube, das sind super Legierungsdinger. Okay, dann go. Oder? Nee. Das ist irgendwas anderes. Was ist das? Moin. So. Das ist ganz normale Ressourcen. Also es regnet gerade Eisen, Kobalt und. Ja, da braucht man sich keine Mühe machen. No, thank you. So, wir brauchen einen Karten. Zweimal Aluminium. Aber hey, wenigstens fragt er dich, ob du deinen Planeten besichtigen willst und nicht, ob, ich ob sag, er dir irgendwas verkaufen kann. Ja. Oh, aber es regnet auch Aluminium mit runter. Aluminium. Ja, ich brauche noch eins. Ich hab eins. Sauber. Zwei. Warte, bleib stehen. Danke. Oh, danke. Ja, und dann sollten wir definitiv den nächsten Erzgenerator im Alufeld da aufbauen. Dann vielleicht Superlegierung? Oh ja. Ah. Drück mal M. Ah. Okay.
Also. Superlegierung ist echt am Arsch der Heide. Was brauchte man für den? Ja, als nächstes sollen wir definitiv Superlegierung machen. So, was bekomme ich denn, wenn ich eine Leiterplatte schredder? Oh, ich glaube, meine Forschung ist fehlgeschlagen. Okay. Sollen wir von vorne forschen? Traurig. Das ist schlecht. Ja. Also wir müssten eigentlich am besten drei Superlegierungsstäbe fertig machen. Mhm. Weil dann können wir zwischen den Superlegierungsstandorten einen Teleporter bauen. Und dann kommen wir schneller da dran und können dann mehr Teleporter bauen zu den einzelnen Ressourcenstandorten und dann können wir anfangen, alles weitere zu machen. Das macht erstaunlich viel Sinn, ja. Oh, ich habe einen anderen Schmetterling bekommen. Sauber. Einen gelben. Ah, das ist toll. Oh ja, die fliegen da drin rum. Das sieht schon ziemlich toll aus. Mhm. Oh gut, du hattest die Kürbisse geerntet. Mhm. So, jetzt haben wir fast einen kompletten Schrank voll mit Kobalt. Oh, aber mir fällt gerade noch was ein, was wir machen können. Hm? Da muss ich jetzt mal gucken, wie teuer Sprengstoff ist. Hm, das könnten wir sogar... Oh, das können wir herstellen. Ich wollte nämlich was in die Luft sprengen. Ja, hast du schon Bauportaler Stufe 2 gebaut? Nee, noch gar nicht. Was brauchen wir denn dafür? Eine Superlegierung, eine Bakterienprobe, einmal Baumrinde, Dünger, Stufe 2 und CO2. Uff. Ja, Superlegierung ist unser Problem. Haben wir jetzt CO2 noch was? Ja, das sollten wir noch haben. Ja, stimmt. Ja, das ist Superlegierung das Problem. Dann lass mich mal kurz gucken. Wollen wir vorher Unsinn machen? Machen Sekunde. Hm? Eins, zwei. Ja, wir haben kein Aluminium mehr. So. Also wir können auf jeden Fall keine drei Baumverteiler bauen. Das kriegen wir nicht.
Dann bau doch, oder willst du die irgendwo anders hinsetzen, die Baumverteiler? Dann würde ich hier den Maschinenoptimierer abbauen. Ich habe schon überlegt, ob die Baumverteiler nicht einfach austauschen, weil von den alten kriegen wir die Ressourcen dann ja auch noch wieder zurück, ne? Ja. Genau, da kriegen wir dann nämlich auch die Superlegierung wieder. Oh, nice. Ja, ich reiß die mal ab, dadurch haben wir jetzt ein bisschen weniger Produktion, aber... So, wo willst du denn den Baumverteiler hinsetzen? In Stufe 2er? Mhm. Hast du schon einen? Nee, ich dachte, du wolltest einen bauen. Ach so, ja, ich dachte hier genau an den Ort, wo vorher die Stufe 1er standen. Ach so. Ja, dann setz irgendwo hin. Ja, aber ich brauche noch einen Dünger Stufe 2. Dafür brauche ich noch einmal Schwefel und einmal Methan, glaube ich. Okay. Der Baumverteiler Stufe 2 braucht auch nicht mehr im Wasser stehen. Ah, cool. Deswegen fragte ich, wo du den hinbauen möchtest. Ach so, ja gut, dann suchen wir uns gleich einen neuen Ort aus. Dünger Stufe 2. Kürbis und 2 Methan-Dinger. So, und jetzt habe ich noch ein Zeolit nicht im Inventar. Ich kann was mitbringen. Das wäre super. Achso, oh, ich... Okay, so, dann such dir eine Region aus. Ich würde die tatsächlich trotzdem hier hinstellen, weil wir dann auch noch an den Algenverteiler irgendwie so ein bisschen drankommen, oder? Mir egal. Ja, machen wir hier. Kannst du mir das Zeolit eben droppen? Ach so. Dankeschön. Nice. Da musst du dann nur noch einen Baum reintun. Hab ich schon. Nice. Und wie viel produziert der? Ein bisschen was. Ich wollte gerade fragen, warum wir weniger produzieren als vorher, aber ja, wir hatten halt vorher, ja. Jetzt nicht mehr. Genau. So, bist du voll mit Wasser, Hunger und Sauerstoff? Nicht ganz voll. Okay, wir müssen nämlich wandern. Ich denke, dass ich erst einen Jetpack Stufe 1 habe. Ja, das ist nicht schlimm. Ich mache eben mein Inventar leer. Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Hier lang. Außer es kommen jetzt Legierungskometen runter. Weil der Himmel sieht irgendwie danach aus. Hier. So, weil ich habe einmal Sprengstoff gebaut und ich wollte jetzt austesten, was das bringt.
Mhm. Und dann kann man dir gleichzeitig eigentlich noch eine coole Region zeigen. Ja, das sieht ja jetzt alles voll anders aus hier. Mhm. So, wir müssen hier runter. Jetzt weiß ich nicht genau, wo wir hin müssen. Wo bist du? Da. Ah, hier. Hätte ich den Schlüssel mitnehmen müssen? Das weiß ich wirklich nicht. Hm. Naja, aber dann wissen wir zumindest schon mal, wo es ist. Genau. Oh. Kann mit Sprengstoff zerstört werden, stand hier nämlich. Oh oh. Passiert da irgendwas? Oder muss man einen Knopf drücken? Auslösen. Bereit? Ja. Ja, dann gucken wir mal, was Planet Crafter für eine Sprengkraft hat. Oh, okay. Wow. Das sieht aus wie eine Zellulithöhle. Oder eine Osmium. Okay, nice. Also hier ist eindeutig mehr Platz für... Oh. Meinst du, es gibt auch noch irgendwie größere Abbaugeschichten als Erz-Crushers Stufe 1? Oder 3? Hier hinten ist noch was zum Sprengen, weiß ich nicht. Ich habe nur einmal Sprengstoff dabei. Weil ich frage wegen der Größe des Kristalls hier, ob man da einfach was ranbubbeln kann. Das weiß ich. Aber hier hast du endlich deine Korallen. Durch die Dinger kannst du auch durchlaufen. Heißt, ich glaube, das sind keine richtigen Objekte. Okay. Hab ich nur das Gefühl, oder werden hier gerade alle Sachen immer größer? Genau gesehen. Hm? Ich habe eine ungewöhnliche Larve gefunden. Oh, sauber. Hm. Ja, dann müssen wir jetzt beim nächsten Mal Sprengstoff mitbringen. Hm. Aber das kannte ich auch noch nicht, was da passiert. Okay, mein Inventar ist voll. Was hier hinter ist, er meint's auch. Oh ja. Also wir könnten jetzt zurückreisen. Oh, hier geht's noch nach oben. Ja, da ist auch eine Sprengstoffwand. Oh, okay, dann brauchen wir auf jeden Fall zweimal Sprengstoff. Mhm.
Kartoffeln. Brauchen wir noch irgendwie Uran oder so? Das weiß ich gar nicht auswendig, aber schaden kann es nicht. Nee, ne? So. Weißt du, was interessant ist? Mm-mm. Ich glaube, wir haben irgendwie den Punkt mit dem Sauerstoff erreicht oder der Atmosphäre. Kann das sein? Mm-mm. Oh! Jetzt. Doch, jetzt. Weil bei mir wurde die ganze Zeit null Verbrauch angezeigt. Ja. Okay, bei mir erst ab jetzt. Weil ich war kurz vor kein Sauerstoff mehr, als du okay. das gesagt hast. Ja, und bei mir war halt, ich habe ja diesen Sauerstofffilter drin, ne? Und der hat null angezeigt die ganze Zeit, aber ich habe keinen Sauerstoff verbraucht. Und jetzt hat sich das ersetzt durch ein Unendlichzeichen. Jupp. Taschenlampe Stufe 3. Nice. Oh. Für den Baumverteiler Stufe 3 brauchen wir nur einen zusätzlichen Dünger Stufe 2. Du weißt, was das heißt, oder? Erstmal Inventar loswerden. Ich mach schnell einen Dünger Stufe 2. Okay. Ich mache ein bisschen Sprengstoff. Ich habe keinen Schwefel mitgenommen. Ich habe noch einen Schwefel mit. Oh. So, wir brauchen... Algenkürbis Methan. Oh boy, der ist ja 5000 mal besser gefühlt. Ja? Ja, Pflanzen fast mal 10. Sagen wir mal 8. Und Sauerstoff mal 4 ungefähr, ein bisschen mehr. Nicer Dicer. So, ich habe jetzt zweimal Sprengstoff dabei. Lalalala. Ich schau noch mal eben, wie es jetzt ausschaut mit, Okay. You see what I mean? Mhm. Ja, Pflanzen machen wir jetzt 126.000, eben waren wir bei 5.000. Uff. Aha. Richtig gut. Oh ja. Okay, ich snack noch kurz ein paar Kürbisse und dann können wir uns auf den Weg machen und durch die Höhle springen. Hm? I'm on my way. Ja, anschieben kann ich dich nicht. Oh wow.
Ja, jetzt wo wir wieder Osmium haben, kann ich mir auch mal die besseren Jetpack machen. Mhm. Schmetterlinge! Ich glaube, das sind auch die Schmetterlinge, die du... Ja. Ne? Ja. Die sind überall, wo so, ein kleine, wo so eine kleine Pfütze ist. Da oh. kommen auch die Schmetterlinge. Oh. Mein Bildschirm mobbt mich. Ah, nicht nur deiner. Oh, jetzt. Ah. Licht. Dann würde ich sagen, erst nach unten, oder? Ja. In die Tiefen vordringen. Are you ready for explosion Nummer 2? Yes. Oh, eine ungewöhnliche Zugriff. Oh nee, es wird wieder dunkel. Oh. Oh, tauchen? Wie cool. Oh, ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, hier sind Fische. Oh, wir haben schon Fische. Das sind wahrscheinlich so die ersten, die jetzt spawnen, was? Mhm. Hier geht noch ein Loch nach unten. Ja, ich bin gerade hier in dem Wasserfall. Hier geht's nach draußen. Oh ja, hier geht's nach draußen. Oh, cool. Kommt oh, warte mal. Ey, bleib mal da. Hier ist noch eine Höhle unterm Wasserfall. Oh. Oh. Nice. Hier ist eine goldene Truhe. Nice. Ein Legierungsstab. Nice. Bist du schon in die andere Richtung gegangen? Nee, da wollte ich jetzt mit dir zusammen hin. Okay, cool. Man erkennt diesen Planeten einfach gar nicht mehr wieder zum Anfang, oder? Hm. Fische. Oh. Hier oben ist auch noch was. Oh, eine Truhe. Oh Gott. Arschbombe. Okay, also beim Tauchen verbraucht man trotzdem noch Sauerstoff, was ja Sinn macht. Ja. Bist du schon... Ich tauche gerade nach unten. Okay, weil ich sehe dich nicht. Na, ich bin in die andere Richtung getaucht. Oh, hier ist auch nur eine Truhe. Oh, hier ist was Gebautes. Oh. Und ich bin jetzt komplett voll. Kriegt man das? Ich kann's abbauen. Ah. Okay. Hier oben solltest du irgendeinen von diesen Vorratsschränken auf jeden Fall nicht abbauen. Oder ah. Ja? Rap. Die Triebdüsen, die nehmen wir ja wohl sowas von mit. Ja, wir kommen hier aber noch zurück. Das ist jetzt erstmal nur, dass man die Schränke durchsuchen kann. Oh Gott, ich bin schon wieder voll. Den brauche ich, damit ich dann noch mehr Schwachsinn drin ablegen kann. Guck mal, ob da oben irgendwie Luft ist. Ja, guck mal. Ich glaub nicht. Nee, keine Luft für mich. Okay. Ich hätte so gern ein bisschen Luft. Oh! Oh! Hm?
Ich hab. Sauerstoff? Nee. Eine Tafel. Sauerstoff, ich bin echt tot. Mhm. Ich will noch nicht sterben. Ich bin doch noch so jung. Oh, hier geht's hoch. Oh Gott. Ja, mich hat's auch zerlegt. Da oben ist Sauerstoff. 3,50 Meter vorher. Hm. Aber dann gut. Kann ich wenigstens das Inventar leer machen. Auch wieder wahr. Ja, meins ist auch komplett voll. Ah, und hier, ich in dem, wo bist du eigentlich? Zu Hause. Oh, shoot. Naja, dann kann ich wenigstens direkt zusortieren, ne? Dann müssen wir nicht hinterher nochmal transportieren. Achso, ja doch, müssen wir so oder so. Ja, aber dann hätte man nochmal mehr laufen müssen. Nicht ganz. Und wenn wir es hinkriegen, würde ich nämlich gleich die, den Teleporter bauen. Dann könnte man hier die Sachen abholen und dann einfach zurück teleportieren. Dann kann man die Sachen holen, teleportier. Und dann, ja. Ich hole schon mal die Sachen aus den Schränken raus. Ja. Ach ja, und in dem ersten Schrank in dieser Zwischen... Base ist noch eine Gasflasche drin mit Sauerstoff oder eine Sauerstoffflasche. Ja. Ich nehme vorsichtshalber mal den Schlüssel mit. Oh ja, auf jeden. Wenn wir da schon so eine komische Karte finden. Ich wollte gerade sagen, das war gerade sehr auffällig, als dass da demnächst irgendwas kommt, wo wir ohne den Schlüssel dann halt nicht mehr weiterkommen. Und das wäre super ärgerlich. Mhm. Vor allem, weil wir ihn ja schon haben. Ja. So, Inventar komplett voll. Oh! Osmiumstäbe. So, mein Inventar ist komplett leer, außer den Schlüssel. Ich ernte nochmal eben hier alles Essen ab. Ja. Dann komme ich wieder. Ja, und wir müssen ja noch den Wasserfall hochlaufen, ne? Ja. Und die andere Sprengkapsel einsetzen. Oh Gott. Zu viel zu tun. Ja, voll geil. Ja. So, jetzt komme ich hier. Erst sprengen oder erst die Treppen hochschwimmen? Ich würde sagen, erst die Treppen hochschwimmen, oder? Ja. Oh. Wow. Ich habe eine Truhe gefunden, da war ein einzelnes Magnesium drin. Wow. Die eine Gasflasche wolltest du nicht mitnehmen? Doch. Das macht ganz viel Sinn.
Wenigstens verbraucht das Jetpack keinen Strom. Mhm. Oh. Stell dir mal vor, wir müssen das die ganze Zeit aufladen. Oder es wird Sauerstoff verbrauchen. Und das wäre sehr ungünstig. Ja. Cool. Ich bin außerhalb der Map geschwommen. Oh. Ich schwimme mal wieder zurück. Jetzt halte ich mich ja oben nicht mehr auf, heißt, ich kann ja einfach durchschwimmen. Das sollte eigentlich mit dem Sauerstoff ausreichen. Ja. Wir hatten ja vorher die Truhen und sowas durchsucht. Ja. Ja, ich habe noch mehr als die Hälfte an Sauerstoff. Ja, ich auch. Bist du schon da? Jetzt gleich, ja. Oh, Achievement. Cover the Encount Biome. Hast du gesehen? Ja. Voll. Dann nimm mit. Das Coole ist, in diesen ganzen Ruinen sind noch Sachen versteckt. Oh, zum Beispiel eine gemeine Larve. Mein Jetpack funktioniert hier nicht. Yep. Nee, aber wir können hier noch auf Erkundung gehen. Oh, eine seltene Larve, die haben wir noch nicht. Genau, weil ich bin nämlich der Meinung, du kannst hier auch wirklich noch Sachen finden, die gibt es sonst nicht. Ja, ich habe noch eine Tafel gefunden. Das Gute ist, wenn man die einmal liest, dann müssten die auch bei sich zu Hause gespeichert sein. Ah. Ja, ich glaube, das war's hier mit der Höhle. Und dann würde ich sagen, jetzt dann gleich den Wasserfall hoch? Ja. Warte mal. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich so schwimmen würde mit den Armbewegungen, würde ich mich keinen Millimeter vom Fleck bewegen. Ja. Obwohl, ich hätte wahrscheinlich irgendeine Bojenwirkung. Au, au.
So, ich wollte noch mal eben gucken, ob wir nicht hier draußen irgendwas vergessen haben. Nö, das sieht eigentlich gut aus. Oh, falls du du hast ja nebenbei meinen Stream laufen, ne? Ja. Hast du schon mal von Pete's Meat Back to School geguckt? Nein. Musst du dir reinziehen. Das hat nämlich jetzt gerade leider angefangen. Das ist richtig gut. Ich glaube, ich habe einen extra Raum gefunden. Oh. Nee, Moment. Hier sind wir hergekommen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe den Weg zurückgefunden, ohne zu wissen, dass ich den Weg zurückgefunden habe. So, aber der Wasserfall war dahin. Genau. Die machen nämlich, wie heißt das gleich noch? Unterricht. Gefilmt. Und dann total bescheuert. Der Wasserfall war nicht hier. War der Wasserfall. Wo bist du denn? Wenn wir aus dem Loch hochkamen, konnten wir direkt in die andere Richtung. Ach, ja. Ich warte ein bisschen auf dich. Jo, bin gleich da. So, ich habe mir jetzt das Event einfach ein bisschen nebenbei angemacht. Kiste. Nice. Auf jeden Fall, die spielen da auch sowas wie Dodgeball und so. Mhm. Und das ist ziemlich lustig. Also kann ich nur empfehlen. Kiste. Oh, da hinten links ist noch eine Kiste. Pass auf, wenn du zu nah am Abgrund... Okay. Es kann passieren, dass der die Schubkraft verliert und dann segelst du einfach nach unten. Hm. Ich hab einen Ausbildungsstab. Nice. So, und jetzt sind wir hier. Ah ja, hier war ich eben auch schon. Okay, dann sprengen. Ja. Wo kommen wir denn hier raus? Ah. Oh, wow. Ein bisschen weiter oben. Kartoffeln. Oh. Wir hätten vorher in unsere Minibase gehen sollen. Und Sachen mitnehmen. Ja, mein Inventar ist sowieso fast voll. Achso. Meinst du nämlich noch nicht?
Hast du den auch bekommen? Ja, die Terrato. Genau. Ja. Super. Ja, und dann musst du auf jeden Fall gleich mal den Dingenskirchen erforschen. Bin auf jeden Fall schon unterwegs dahin. Schlüsseldetektor des Aufsehers. Ich denke mal, damit kannst du dann diesen Schlüssel, den du gerade mitgebracht hast, dass man den suchen kann. Yep, aber dafür braucht man Sonnenquarz, Magentaquarz, Magnetquarz. Lazarquarz. Okay. Das geringste Problem ist die Leiterplatte da drin. Ja, toll. Oh Gott. Der. Nee, ich meine eher, oh Gott, der Baumsamen-Ding, es dreht ein bisschen durch. Ach, Quatsch. Alles Einbildung. Okay. Oh Gott, wir haben viel zu viele Raketen. Heißt das, wir müssen Raketen ins All schießen? Ja, du kannst Raketen ins All schießen. Du kannst noch keine Raketen ins All schießen. Warum? Wir sollten erstmal die Sachen für Superlegierung fertig machen. So gemein. Teasert an, dass ich Raketen ins All schießen darf und jetzt darf ich doch keine Raketen ins All schießen. Sorry, ich hab dir aber noch die restlichen Larven ins Dingsens gehauen. Ins Dingsens. In die Truhe. Mal kurz auf K. Jo. Thank you.
So, was brauche ich denn für Stufe 2 Algen, Methan, Kürbis? Und willkommen zurück. Danke. Nice. Ich habe mal ein bisschen was fertig gemacht, noch eben gerade. Mhm. Vielleicht haben wir jetzt drei Stufe 3 Baumverteiler. Bitte was? Vielleicht haben wir drei Stufe 3. Ich habe dich schon verstanden. Ja. Bitte was? Ja, wir haben dreimal... wie heißt das gleich noch, Stufe 2 Dünger gefunden und dann habe ich halt noch einen jetzt eben gerade gecraftet. Junge, Junge, Junge. Mhm. Richtig gut. Voll. Sarkasmus? Nein, kein Sarkasmus, ehrlich. Okay, das war gerade so, toll. Nein, nein, ehrlich. Ich bin irgendwie ein bisschen müde. Okay. Ich hab gehört, dass man das bei mir dann nicht mehr unterscheiden kann, ob ich es ernst meine oder nicht. Alter, guck dir mal unsere Sauerstoffdinger an. 25 Millionen. Ja. Ich weiß nicht, ab wann das entzündlich wäre. Ja, reiner Sauerstoff ist für Menschen auch nicht so gut, habe ich gehört. Ja. Aber wenn es dann halt auch noch entzündlich ist. Schwierig. Oh, es leuchtet blau. Entschuldigung. Oh, das könnte ein Osmium-Kristall sein oder ein irgendwas anderes, weil das nur ein einzelner Komet war? Oh ne. Schwefel. Wie die Freude direkt vergeht. Enttäuschend. Osmium und Schwefel. Osmium und Schwefel. Schade, schade, schade.
Oh, bei 175 GTI kriegt man die Pulsarquarze. Isst du Chips? Wie bitte? Isst du Chips? Hat man das gehört? Ja, man hat nur dieses einzelne Crunchen von einem einzelnen Chip gehört. Oh, entschuldigung. Wirklich, es war alles still und dann... So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh Gott, wir brauchen eine Superlegierung noch. Moment. Eins was? Einmal Superlegierung. Oh, war nicht dabei. Schade. Da. Und was steht bei dir jetzt auf dem Plan? Ich überlege, was ich werde. Was du jetzt essen wirst? Was ist der Kuhberge? Achso. Neues. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Oh, du brauchst nur einen und kannst den dann da drinnen anklicken, wo du hin willst. Das ist cool. Oh ja. So, dann würde ich jetzt einmal in die... wie heißt das gleich noch? In die Superlegierungshöhle laufen, dort einen Teleporter aufbauen und dann können wir da noch einen zweiten Erzfarmer hinstellen. Mhm. Aber ich hätte vielleicht eine Idee. Noch mehr Nahrungsproduktionsteile aufbauen. Damit wir vielleicht auch Bohnen hinstellen können. Ich glaube, die sind die beste Nahrung aktuell. Sekunde, ich schaue. Ich glaube, ich würde tatsächlich was von den Pilzen wegnehmen, weil so viele Pilze brauchen wir gar nicht. Ah, okay, aber wir, ja, davon haben wir vier Stück. Ja, ich würde zweimal wegnehmen. Mhm. Da dann stattdessen einpflanzen. Weil wir brauchen, eigentlich brauchen wir jetzt 175 GTI für die Pulsarkristalle, damit wir diese Sicherungszellen bauen können. Mhm. Weil dann kann man tiefer in die Raumschiffe vordringen.
meinst du? Da gibt's so Generatoren und die kannst du einschalten, dann werden die Raumschiffe wieder mit Strom versorgt. Oh, was? Mhm. Ja, voll gut. Oh, cool. Ich habe einen Ort, wo man einen Schlüssel einsetzen kann. Ja, das kannst du machen. Was? Ob du ein Bild machen kannst. Ich verstehe dich nicht. So ein Bild. Achso, brauchen wir nicht. Wenn du mich mitnimmst. Ja. Können wir es ausprobieren. Ich räume nur eben mein Inventar auf, weil ich habe das Gefühl, dass wir gleich Zeug mitnehmen müssen. Ja, auf jeden Fall. So. Warte. Ich bin bereit. Ich noch nicht ganz. Nord-Nordwest waren wir noch nicht. Da wollen wir irgendwann später hin. Und bitte nicht spoilern. So, ich muss noch eben was futtern und was zu trinken holen. Hast du den Schlüssel am Start? Mhm. Okay. Dann folge mir hier ins Haus rein. Und hier unten einfach draufklicken und auf Legierung klicken. Zugriff. Ey, Momento. Ey. So. Ah, die Tür öffnet sich übrigens immer noch. Mhm. Und achte auf den Fußboden. Ich glaube, hier war das, wo man dann irgendwann andere Larven bekommen konnte. Nach links. Hier ist ein Schlüssel. Ist hier irgendwie ein Screenshot? Nee, okay. Ich muss immer, wenn man so links und rechts gehen kann, muss ich immer an das eine Schild denken, was ich mal gesehen habe. Man's left because women's oder women are always right. Ah, ja. Oh ja. Oh. Amazing. Ja. Amazing. Also hier, das meinte ich mit, hier kannst du noch ordentlich erkunden gehen. Noch ein Schlüssel? Mhm. Warte mal. Oh ne, hier ist das nicht, okay. Weil du kannst auch in irgendeinem Raum kannst du hier nach oben klettern. Nein! Nein! Hm? Ich bin runtergefallen. Ah, okay.
Oh Gott. Deine Tafel mit Nachricht? Ja. Ich wollte gucken, ob hier irgendwas ist. Aber leider gibt es hier nur eine Alpha-Wand. Ich habe eine Sonne gefunden. Eine Sonne? Ja, man kann hier aber nichts machen. Oh, hier geht's noch weiter. Oh. Aber hier ist auch nichts zum Screen. Nee, nichts zum Screenshotten drauf. Noch ein Schlüssel. Nice. Hier ist was zum Screenshotten drauf. Machst du oder soll ich? Ich hab eben gemacht. Perfekt. Ja, dann können wir runter, würde ich sagen. Hier sonst gar nichts mehr? Nee, anscheinend nicht. Cool. Da, müssen wir nur noch... Ach nee, müssen wir nicht. Weil waren wir schon. Aber wir haben ja neue Koordinaten bekommen, wo wir hingehen können. Ja. Superlegierung. Oh, Raupe. 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 Superlegierung. Noch Raupe. Eine Raupe. Und noch eine Raupe. Raupe. Okay. Oh, halt dich fest. Raupe. Noch eine Raupe. Und noch eine Raupe. Oh, noch eine Raupe. Wow. Das waren unfassbar viele Raupen. Ja, und jetzt kann man einfach über den Teleporter wieder nach Hause. Was voll geil ist. Ja. Nice. Und was müssen wir denn jetzt als nächstes hochballern? Biomasse. Oh Gott. Also noch mehr Baumverteiler bauen? Lass uns mal kurz gucken. Wo ist denn das Labor nochmal? Ich hab verlaufen. Hä? 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 Ah, ja. Oh, Biomasse. Okay. Ab 8,30 Tonnen. Was kriegen wir denn als nächstes bei Pflanzen? Okay, da gibt es dann bessere Schmetterlinge. Aber wir brauchen Wärme ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Ja, aber das bringt dann nochmal Sachen nach oben. Ich meine, wir haben bei Wärme schon alles freigeschalten.
Ja, aber ich glaube, das Verhältnis bringt diese Terraforming-Wert nach oben. Ach so, ja. Oh, bei 500 Kilo Insekten schalten wir die nächste Baumstufe frei. Humelora Baumsamen. Ja, haben wir die Elegea Baumsamen schon eingepflanzt? Die aktuelle Baumpartei dann drin? Nee, wir haben bessere Samen drin. Ah, okay. Wir haben versteckte Samen. Oh, die Amelschmetterlinge machen 300 plus. Seltene Larve, Mutagendünger, Dünger, Mutagen und seltene Larve, bis ich gerade eine gefunden habe. Ja, eine. Genau eine. Nice. Das Problem ist, dass wir jetzt schon drei verschiedene Schmetterlinge aus demselben Rezept rausbekommen können. Ja, genau, das meinte ich halt, ne? Aber ist ganz gut, weil je höher wir die Insekten pushen, desto eher können wir den Schmetterlingsverteiler draußen platzieren. Genau. Die Schmetterlingsfarben, so. Aber die braucht 3,25 Kilotonnen und wir sind gerade bei 882 Tonnen. Also das dauert noch ein bisschen. Hm. Vielleicht sollten wir dann noch einen Schmetterlingsdom bauen. Habe ich auch schon überlegt. Macht, denke ich, Sinn. Ja, gegenüber würde nicht passen, aber schräg gegenüber würde passen. Dass ich hier noch einen dran setze, das dann hier hinten kommt, auf die linke Seite. Rechte Seite. von wo du guckst. Ja, links, rechts, Ich dachte auch schon, die Kuppel hiervon, ne? Mhm. Einfach auf die Labore oben draufstellen. Stimmt, das können wir auch machen. Ich glaube, dann sieht das ganz cool zumindest aus. Weil da rein müssten wir eigentlich ja schon gar nicht mehr. Nee. Warte, ich hole ein bisschen Eisen und Titan. Dann Eisen, Titan. Was brauche ich für eine Leiter? Eisen und Gold. El Momento. Warte. Nee. Das Problem ist, dass wir jetzt nicht da reinkommen. Ja, da müssen wir auch nicht rein. Ja, es war einfach nur gedacht, das sieht bestimmt cool aus. Cooler fände ich es, wenn man reinkommen würde. Dann bau irgendwo ein Dingsens hin. Das gefällt mir auch nicht. Von der Platzierung her sah es schöner aus, wie du es platziert hast. Ja, weil es dann genau mittig von dem Raum war. Ja. Weil ich hätte jetzt nämlich hier dann jetzt einfach das andere rangepackt. Ja. Hier, das Schmetterlingsding.
Ja, oder wir lassen das, das Biodom einfach weg. Ja. Eine Stufe 2 Dünger, einen normalen, einmal Baumrinde, einmal Zeolit und 2 Superlegierungen. Das klingt alles sehr machbar. Oh ja. Ich hol mal eben Osmium ab. So, dafür brauche ich noch Alb, Kürbis und was brauche ich noch? 2 Methan. Oh, nice. Yes. Jetzt brauchen wir nur noch Schmetterlinge. Ja. Ich meine, eine Larve haben wir noch und die zweite sollte jetzt auch fertig sein eigentlich. Ja, hier ist eine grüne drinne. Ja, die grüne ist 250, das ist okay. Und eine blaue haben wir noch. Nice. So. Oh. Das hört sich jetzt zwar komisch an, aber wir haben zu viel Osmium. Ich upgrade eben mein Jetpack, ja? Ja, gerne. Oh, wir haben auch zu viel Uran. So, was brauche ich denn? Eine Superlegierung, Schwefel, Osmium, Alu. Superlegierung. Hier ist Osmium. Osmium und Schwefel. So, dann brauche ich einmal Superlegierung, zweimal Osmium, zweimal Schießpulver. Oh, ich brauche auch Schießpulver. Das war nur eine Superlegierung, die ich brauchte. Zweimal Osmium. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Schießpulver da. Mhm. Mhm. Ich will nämlich die Energiegeneratoren abbauen. Ja. Und durch Atom ersetzen. Mhm. Weil wir die Pulsarkristalle, die da drin sind, für Teleporter gebrauchen können. Ja. Wir haben noch 4 Schießpulver. Nice. So, jetzt habe ich auch eine Stufe 3er. Oh ja, das ist deutlich schneller. Es ist deutlich schneller. So, wie sehr gehen jetzt unsere Insekten? Ja, ist jetzt nicht so viel, aber in Ordnung. Mhm. So.
Jetzt musst du mal sagen, ob ich unvernünftig sein darf oder nicht. Du darfst. Okay. Ich würde jetzt, damit das, damit wir sagen können, wir sind ein biologisch wertvolles Unternehmen auf diesem Planeten. Wir sind Häftlinge. Wir sind biologisch wertvoll. Würde ich jetzt natürlich sämtlichen Atomstrom verstecken wollen und würde den da hinten im Wasserfall, in der Höhle hinter Wasserfall verstecken. Auf jeden Fall mach das. Das hört sich nämlich... Ja, keiner wissen. Genau, das hört sich nämlich dezent bescheuert an. Gefällt mir gut. Jo. So, dann holen wir jetzt noch den letzten Atomgenerator. Und die letzten zwei. Okay, haben wir alle hier drüben. Das ist schlecht. Es gab richtig schön viel Legierung.
I am back in business. Willkommen zurück. Ich hätte einen Proposal zu starten, wenn du willst. Auf geht's. Wir könnten ein wenig Pulsarquarz verbraten. Und in das Raumschiff oben mal reingehen. Ich brauche eine wörtliche Aussage. Ja! Okay. So, dann go. Wir müssen da hinten durch die... Ich muss noch was essen vorher, glaube ich, weil sonst verreche ich. Ja, ich muss was trinken. Ja, das sollte ich auch tun. Und ich muss auch was essen. Okay, fertig. Ich auch. So, wir müssen durch die Wurzel durch. Ja, da. Ah, das Raumschiff, ja. Aber wir haben immer noch nicht diesen Abbauschiff Stufe 2, oder? Doch. Hä? Ich hab den nicht. Das ist diese Bohrmaschine. Methan und Zeolit. Hey. Hast du dein Jetpack jetzt eigentlich geupgradet? Ja. Sauber. So, ich wollte hier nämlich noch einen Teleporter reinsetzen. Damit wir Kram schneller wegbringen können. Moment. Wir haben keinen Strom mehr. Doch. Dann doch kein Teleporter. Doch kein Teleporter. Jetzt muss ich rausfinden, wo ich hin muss. Hier. Bist du schon da? Ja. So, dann schmeißt man nämlich die Kernfusionszelle rein. Dann arbeitet die einmal durch. Und jetzt ist die gesperrt. Und jetzt sind hier im ganzen Raumschiff Türen aufgegangen. Und das du siehst... Was für eine Lüge? Die ist auf... Oh, die hier ist aufgegangen. Oh. Lass mich hier durch. Thron. Not. Oh ja. Oh, Pulsarquarz. Oh, ja. Ach so, du kriegst die Terra-Token auch, wenn ich die anwende, oder? Ja, ich glaube, die sind gemischt. Ah, okay. Dann kann ich die einfach alle anwenden. Ich habe einen Energiemultiplikator-Sicherung bekommen. Holy shit, dann weiß ich genau, wo der hinkommt. Meinst du etwa? Ja, ich guck. Oh, hier ist noch eine Tür aufgegangen. Klar, wenn wir dann 500% Verdopplung haben.
Uff. Mach mal den Rest leer, bitte. Ha, geht nicht. Da ist jetzt eine Blume drin. Jetzt nicht mehr. So, und dann jetzt ganz schnell zurück und einen Maschinenoptimierer bauen. Ja. Ja, leider ist nämlich jetzt diese Fusionszelle weg. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben zumindest schon mal sehr viele von diesen Terra-Token bekommen. Gab es die damals auch schon? Da habe ich aufgehört. Also ich habe ein paar Sachen hochgejagt, aber ich habe da nicht so viel Zeit rein investiert. Das hat meine Frage jetzt nur so mittelmäßig beantwortet. Gab es die damals schon? Die gab es in einem Zwischenupdate, also 22 oder 23. Ah, okay. Ja, ich habe gerade versucht herauszufiltern aus seiner Antwort, ob das jetzt ja oder nein heißt. Ach so, ich wusste nicht, wie weit du früher meintest. Da, wo du zuletzt gespielt hast. Ja, da gab's das schon. Aber wie gesagt, da hatte ich vorher schon gespielt und hab einfach nur nochmal geguckt, was es neu gibt. Hm. Oh. Es ist ja alles so voll. Ich muss ganz viele Raketen ins All schießen, ohne Scheiß. Ich hab schon mal überlegt, ob ich ein paar Luftdruckraketen ins All schieß. Weil wir dann die Erzextraktoren Stufe 3 freischalten. Wäre eine Idee, aber wollen wir vorher noch den Multiplayer bauen? Aber da reicht doch dann theoretisch auch der kleine, oder? Weil wir haben ja nur eine Sicherung davon. Ja, ich würde gleich den großen bauen. Ja, stimmt, was soll der Geiz eigentlich? Ne? Ja. Kannst du mal eben gucken, ob wir genügend Osmium haben? Meinst du Obsidian? Ja, meine ich. Wir haben wir überhaupt noch Obsidian? Müssten wir. Nein, wir haben nur zwei. Verdammt. Ich schmeiß bei dem Schwefel das Schwarzpulver rein, dann hole ich eben aus Obsidian. Mhm. Oh, hier gibt es einen Mangrovenwald. Oh, wie cool. Okay, er ist 2,50 Meter groß, aber... Das ist kackegal, es ist cool. K-U-H-L. Cool. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, ja... wir haben gleich Fische freigeschaltet. Die nächste Stufe. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir gefühlt übermorgen durch. Ja. Ja. Ich meine, gut, wir haben noch die Schlüssel der Wächter, die wir noch... Ja, genau, das können wir noch machen und es gibt da noch so ein paar andere Sachen, die da wohl neu dazugekommen sind. Ein Aquarium. Oh. Ja. Ich muss es bauen. Da darf mir jetzt auch keiner reinsprechen. Ich muss es bauen. Auch wenn ich da in dem Aquarium dann noch nichts drin habe, weil wir halt noch keine Fischeier haben. Mhm. Dafür brauchen wir Phytoplankton. Für Phytoplankton brauchen wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Generator, der das herstellt, richtig? Ja, wir brauchen diesen Meereswasserfilter. Glaube ich.
Wir machen jetzt plus 4 Gramm pro Sekunde Tiere. Wow. Ja. Das sind die ersten Tiere, die wir hier haben. Also, naja, noch nicht wirklich, aber... Ja. Die ersten Wesen mit einem aktiven Nervensystem. Yes. Nee, aber haben Schmetterlinge kein aktives Nervensystem? Ich weiß es nicht. So, was für einen Wassersammler brauche ich? Nee, das ist noch nicht freigeschaltet. Ja. So, ich habe ein bisschen Obsidian mitgebracht. So, ich platziere mal die... Oh nee, brauche ich gar nicht. Aber wir müssen das schon freigeschalten haben. Wir müssen ja irgendwie an die Phytoplankton B kommen. Das schalten wir bei Sauerstoff frei. Ach, shoot. Das meintest du. Ja, okay, I see, I see. Ja. Brauchst du noch irgendwie Sprengstoff? Ja, noch einmal. Warte, ich mach noch einmal Sprengstoff für dich fertig. Ab der nächsten Stufe schalten wir schon Amphibien frei. Oi. Nice. So, wo bist du? Da. Ich lass dir einmal... So, und jetzt könnten wir in die Höhle gehen. Hast du die Energiezelle dabei? Warum hast du mir jetzt das Schwarzpulver gegeben? Weil du das doch für den Maschinenoptimierer brauchst. Ach so, ich habe die ganzen Sachen gar nicht im Inventar. Ach so. Ja, dann lass Schwarzpulver fallen, dann mache ich das fertig. Aber ich komme mit, ich habe nämlich die Sicherung im Inventar. Ach verdammt, kannst du einen Uranstab herstellen? Aber selbstverständlich. Ich habe nämlich ich habe das Inventar so voll, dass ich jetzt voll bin. Das war abgepasst, dass genau die Materialien für den Maschinenoptimierer im Infass. Und für 3 Atomreaktoren. Ja. Oh Gott. Oh wow. Ehrlich? Ist doch wieder hochgegangen. Ja. Wir hatten 135. Was meinst du mit 135? 135 Watt hatten wir noch zur Verfügung, als wir zum Raumschiff geflogen sind. Und seitdem haben wir außer den Maschinenoptimierer und den 3 Atomkraftwerken nichts gebaut. Das heißt, das sollte jetzt richtig reinknallen. Ja, 2000 Kilowatt haben wir jetzt mehr. Wow. Bisschen mehr als 2000 Kilowatt. 2232. Ja, also wenn du willst, könnten wir dasselbe jetzt nochmal machen. Mhm. Ach so, du meinst in ein Raumschiff gehen? Ja. Ja. Okay. Ich muss noch vorher was saufen.
Oh, ich habe die ganzen Wasserflaschen im Gepäck. Ist nicht schlimm, da war noch eine. Ich räume nur eben mein Inventar noch leer, weil ich könnte schwören, dass ich gleich wieder mit einem vollen Inventar da rauskomme. Ja, ich würde da jetzt nämlich einen Teleporter hinstellen. Das macht super viel Sinn. Mal die Pulsarkristalle rein. Oh, nice. So. Bereit? Ja. Okay, ich hole noch irgendwas zu essen. Ja, vielleicht sollte ich auch noch eine Kleinigkeit snacken. Ich habe zwar noch knapp über die Hälfte, aber better safe than sorry. Ja. So. So, wir müssen wieder durch die Pflanze durch. Oh, der Planet sieht komplett anders aus. Ja, ne? So krass. Hallo, Lala. Hallo, Lala. Das sah so aus, als ob da was Besonderes wäre. Ach so. Hier in den Kleinen oder in das Große da hinten? Gibt's denn da so ein Ding ins Kirchen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Nope. Nö. Nö. Okay, dann zum nächsten Raumschiff. Ich glaube, da hinten kommt ein Meteorit runter. Oder es ist Dreck auf meinem Bildschirm. Das kann auch sein. Nein, das sind Meteoriten. Ich höre Einschläge. Die sind... Ich habe keine Ahnung, welche Farbe die haben. Es sah grün aus. Okay. Then I don't fucking care. Oh, wir kommen nicht rein. Okay. So. So. Hab's gefunden. Super. Es ist oben. Hm. Oh ja. Oh, du hast die Computer übersehen.
Energiemultiplikator. Produktionsmultiplikator. Produktionsmultiplikator? Aha. So, es kann sein, da war ich eben gerade schon drinne, dass noch mehr aufgegangen ist. Anscheinend nicht. Oder? Oh, doch, hier. Mein Inventar ist voll. Meins auch. Ich nehme meinen Start einer Leiterplatte, weil der Superlegierungsstab hätte. Ich könnte schwören, dass wir den eher brauchen. Genauso wie den Pulsarkristall. Ja, wir können auch hier eben den Teleporter nehmen, alles entladen und dann... Ja, es gibt ja auch noch eine andere Seite, zu der wir laufen können. Also da kann ja auch noch was aufgegangen sein. Oh ja. Ich mach mal einen Schrank für Leiterplatten, ja? Hab ich grad. Ah, perfekt. Oh, ganz klar. Ja, weil mein halbes Inventar ist damit voll. Oh. Wir haben so ein paar Leiterplatten. So. Wir könnten noch eine Energiezelle herstellen. Gibt es noch ein Raumschiff, das das braucht? Warte. Hier ist es nicht, hier. Oh, im Gate ist noch eins. Dann, würde ich doch... Ja, obwohl... Sollen wir erstmal nochmal gucken, ob in dem anderen Raumschiff noch was... Ja, definitiv. Nur wir können halt von da aus weiterlaufen. Ja. Das war halt meine Idee. Ja. So, ich bringe noch eben die Energiezelle weg. Ja. Und dann können wir auch die ganzen Schränke, die da stehen, auch noch leer machen. Ja. Ich lasse einen Schlüssel mal in meinem Inventar, nur für den Fall, dass wir was finden. Auf jeden. Ganz ehrlich, die ganzen Blümchen, die können wir doch eigentlich irgendwann mal schreddern, oder? Das weiß ich nicht. Ob man die nicht auch verkaufen kann. Ach so, ja. Ich glaub, ja. Moment, so. Genau wie die ganzen Samen, weil... Ist zwar nett, aber so langsam reicht es dann auch. Oh, wie viel Strom produzieren wir jetzt? Warte. Wir produzieren 10.000. Was zur Hölle hast du getan? Ich habe eine zweite Energiezelle eingebaut und die Zellen, die Atomreaktoren nochmal richtig positioniert. Ja, 10.300. Also wir haben jetzt einen Überschuss von fast 6.000 Kilowatt. Nice. Oh, ich muss noch einmal ins Labor. Was essen und Sachen abladen. Einverstanden, ich auch. Ich habe nämlich angefangen, hier Schränke leer zu machen. Oh. Da hast du Sachen, kannst du gar nicht reingefahren.
Was? Da war Essen drin. Oh. Ich brauche Eisen. Ich muss eine zweite Samentruhe machen. Und ich mach mal eine dritte Blümchenkiste hier hinten hin. Lala, aber bitte keine Spoiler verschicken. Das wäre ganz nett. Seideproduktion. Oops. Ja, wir haben noch keinen Seidenwurm, also. Ja. So, ja. Kommt jetzt noch mehr Samen rein. Vielleicht können wir die Samen so ein bisschen sortieren. Gibt 4 verschiedene. Nice. Hier kommen Kürbis und Aubergine rein und in den anderen. Bohnen und Kürbisse. Meine Güte, mein Gefühl war gerade sehr langsam. Okay. Okay, alles leer. Nice. Okay. Ja, du hast ein bisschen Strom. Oh, hier geht's noch nach unten. Ja. Hier warst du aber auch schon. Ja, ja, das schon, aber ich dachte, hier wäre vielleicht ein zweites Dingsens auf in der Tür aufgegangen oder so. Wirklich? Nö, sieht nicht danach aus. Naja, gut, dann haben wir hier nichts mehr drin. Dann kommen wir weiter zum nächsten Raumschiff. Warte, ich habe hier noch was gefunden. Die Truhe, die wir nicht leer machen konnten. Hm. Da geht denn? Da können wir gleich hinlaufen. El Momento, ich nehme noch eben den Teleporter mit. Wo bist du denn? Ich stehe oben auf einer Rakete. Warte. Ach, da hinten stehst du. Ja, hier. Okay, Moment. Oh. Kann man hier oben auch rein? Okay, nee. Wir müssen jetzt einfach nur nach Osten. Ah. Oh, Truhe. Ja, Lala, ich weiß nicht, ob wir noch bis 60.000 kommen. Mal kicken. Oh ja, wir müssen zu ein bisschen Dünger. Oh, stimmt. Wow.
Was? Deine traurige Pfütze hier. Oh. Eine Osmiumhöhle. Ich meine das so, dass ich nicht weiß, wie lange wir das Spiel spielen. Ob wir wirklich bis 60.000 kW spielen werden. Also wenn es irgendwann nur noch... Ja doch, die Story wollen wir kennenlernen, aber wenn das gesamte Spiel nur noch Grind ist, ohne Inhalt, denke ich, werden wir dann aufhören. Ja. Das nehme ich an. Ja. Weil dann könnte man irgendwie was anderes spielen. Ja. Wo bist du? In dem Schiff drin. Ach so. Meine Güte, das ist ja furchtbar verwinkelt hier unten. Hier ist ja eine Höhle drin. Ja. Da ist aber nur eine Truhe am Ende und das war's. Ich aktiviere den Reaktor. Irgendwas hat sich geöffnet. Ich finde es aber nicht. Oh, hier. Ah. Alter. Und was haben wir noch Schönes bekommen? Osmiumstäbe, Mutagenstufe 3, Blümchen, Samen. Nice. Ja. Okay, ich bin wieder bis oben hin voll. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine zweite Truhe für Leiterplatten brauchen. Aber... Sag es nicht. Nice. Alter, haben wir viel da rausholen können. Und kaum haben wir zu viele Leiterplatten, können wir Leiterplatten herstellen. Uhu. Oh Gott. Als nächstes können wir Pulsarkristalle herstellen. Ja, das wird Zeit.
Oh, und danach kommt der Portalgenerator. Ermöglicht es weit entfernter Wracks zu erreichen, einzigartige Gegenstände zu finden. Ich glaube, da kriegt man dann diese Dingenskirchen her. Du weißt, was ich meine. Ich habe absolut keine Ahnung. Diese Kristalle, die du für dieses ja. Sonnenquarz oder was auch immer. Hm. Oh. Lala hat so ein paar Raketen nach oben geschossen. Kannst mir irgendwie schon denken. So 24 Luftdruckraketen. Oh wow, wir haben 5 von jedem. Jo. So, wir könnten ein paar Raketen nach oben schießen. Ja, ich wäre voll dafür. Und ich wäre auch dafür, dass wir Sauerstoff, zumindest eine Sauerstoff machen, weil wir dadurch schnell an den Sammler des Wasserlebens kommen. Ich schaue, was wir brauchen und fängst an zu sammeln. Ich habe schon für die Raketen ja, warte, ich hole noch mal. Wir brauchen, achso, davon haben wir aber alles da. Bakterienprobe, Mutagen und Baumrinde. Für was das denn? Für die Samenverteilerrakete. Ach, Sauerstoff. Ach so, okay. Und dann würde es vielleicht auch Sinn machen, wenn wir nochmal eine Pflanzenrakete schießen, oder? Also für alle halt immer noch 2 Superlegierungen und eine Rakete. Okay. Moment. So. Nee, Lala, wir sind noch nicht bei Automatisierung. Du hast dich echt nicht im Griff gehabt, oder? So. Ich sehe nur ein totales Raketenchaos. Ich auch. Da hinten beim Labor, ganz köstlich. Und hier unten. Oh Mann. Miau. Ja, ja. Lasset den Regen beginnen. So, wir brauchten jetzt noch Samen. Du hast 5 Luftdruck-Dinger geschossen? Ja. Ich meine, gut, warum auch nicht, ne? Ja. Wie viel Luftdruck machen wir denn jetzt? 1,4 Millionen. Ja. So, jetzt kannst du nochmal 5 Sauerstoff machen. Was brauche ich denn dafür? Beziehungsweise, eigentlich macht es nicht so viel Sinn, davon so viel zu machen. Eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn wir mehr Pflanzenraketen schießen. Weil wir dann bald die Insektenverteilerrakete auch noch freischalten. Bald, in Anführungszeichen.
Genau, also Pflanzenrakete würde am meisten Sinn machen. Dafür brauchen wir, boah, lass mich nicht lügen, Dünger, Bakterien. Warte. Ich schau noch mal nach. Okay. Also für die Pflanzenrakete brauchen wir Dünger, diese grünen, dieses grüne Gestrüpp und Baumrinde. Nochmal. Grünes Gestrüpp. Genau. Dünger und Baumrinde. Yeah. Okay. Und Dünger auch nur einmal, ne? Ja. Okay. Oh, wir können Stoff herstellen. Uhu. Alter, hier läuft kompletter Mayhem. Mhm. Eigentlich müssen wir uns zusammentun. Du drückst andauernd den roten Knopf und ich drück die Raketen. Ich stehe hier unten und schaue gespannt auf den Bildschirm, was sich tut. Ja? Angriff der Killer-Raketen. Oh ja. Ja, wir sind jetzt bei 540.000 Pflanzen. Sauber. 540.000 Gramm. Nee, ja. Warte mal, hä? Bin ich doof? Ja. Doch, 541.000. So, und wir brauchen 3,25 Tonnen, Kilotonnen Pflanzen. Ja. Und wir haben gleich den Sammler des Wasserlebens freigeschalten. Nice. Was brauchen wir denn für... So. Wie viele Stufen gibt es? Wovon? Terraforming. Ich glaube, wir sind jetzt schon in der letzten. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass wir nach und nach noch Tiere dann jetzt, glaube ich, freischalten. Mhm. Oh, scheiße. Mhm. So, drücken wir die Daumen, dass wir eine Seiden, eine Seidenraupe bekommen. Ja. Weil okay. Ohne die können wir diesen, Sammler nicht bauen. Okay. So, wir brauchen jetzt noch einmal Baumrinde. Pulsarquarz. Seidenraub. Nice.
Jetzt brauchen wir wahrscheinlich dieses Seiden. Ja. Oh, shoot, wir brauchen 3 Seidenraupen. Nu, shoot. Ich glaube, wir brauchen mehr ungewöhnliche Raupen. Ich bezweifle nämlich, dass ich jetzt 3-mal das Glück habe und eine Raupe rauskriege. Ja. Und ich brauche noch einmal Baumrinde. Was kommt da eigentlich die ganze Zeit runter? Ich habe gar keine Ahnung. Okay, Alter, hier liegt Iridium rum bis zum geht nicht mehr. Ja. Baumrinde? Nein. Ja, Lea, man sollte auch auf Forschung klicken, ne? Mhm. Oh, nein, eine. Ich hab noch. Also, wir können noch eine. Einen Versuch mehr machen. Nice. Oh, dann könnten wir bei den Seitenraupenproduktionen auch die Produktionsmultiplikator hinstellen. Mhm. Hatten wir nicht noch irgendwo eine Wärme? Mm-mm. Oh. Baumrinde braucht immer ewig und 3 Tage. Yep. Mach jetzt hier sinnlose Aufgaben, damit endlich die Baumrinde wächst. Gibt keine sinnlosen Aufgaben. Ich weiß ja nicht. Oh, wir können eine Weltraumhandelsrakete noch bauen. Auf jeden Fall. Das sollten wir gleich als erstes im Next Step machen. Ja. So. Wichtig und richtig. Ja. Show. Ich habe hier mal Produktionsrate reingepackt. Falls du diese Seidendinger da bauen willst. Mhm. Baumrinde. Ich baller nämlich noch einmal Pflanzen nach oben. Okay, alle drinne, sauber.
So. Kobalt, Kobalt, Osmium. Geil. Ich habe mir diesen Dingsens-Mod installiert, womit du siehst, was dir fehlt für einen Gegenstand. Ja. Das ist mega. Hm, ach so, das ist hinter deiner Kamera. Oh, ja. Hä? Hm? Hm. Oh. Okay, wir haben 22.000 Token. Oh, Kochstation, intelligenter Stoff, anpassbares Sofa, anpassbares Bett, Luftdruck, Pflanzenmultiplikator. Das würde bei der Baumfarm unfassbar viel Sinn machen. Oh ja. Anstatt dem Sauerstoff. Mhm. Weil bei dem Sauerstoff haben wir jetzt alles freigeschalten. Oh ja. Wollen wir ein Dreier-Wohnmodul bauen? Ja. Das kostet 10.000. Oh, wir haben zu wenig. Aber wir können später Sachen verkaufen. Oh, Vorratsstrang Stufe 2, den brauchen wir. So, jetzt haben was macht der Schmetterling? Okay, hat sich erledigt. Ja, die kehrt in so und so 4 Sekunden zurück. Aber da können wir gleich gucken und dann können wir da nämlich Sachen verkaufen. Ja. Und ich habe jetzt noch einmal eine Energie geholt. Ja. Hast du schon die Seidenraupe? 3, ja. Meine ich? Ja. Sauber. Das Seidengedöns baue ich jetzt. Nice. Ich will diesem beiwohnen. Okay. Produktionszeit 200 Sekunden, warte mal. 200 Sekunden, okay. Mega. Das Gute war, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, die drei Sachen, die ich für die Seidenraupe brauchte, braucht kein anderes Rezept. Oh, geil. Deswegen habe ich die jetzt direkt dreimal rausbekommen. Beziehungsweise im letzten Durchlauf muss ich dreimal auf Forschen klicken. Tja. So, und jetzt mache ich was, was wahrscheinlich echt bescheuert ist. So.
Oh Gott. Oh yeah. Oh Gott. Okay. Ich habe die Drohnenstation gebaut. Are you on the start? Hallo? Ja. Ah. Ich habe die Drohnenstation gebaut. Ja. Wenn du jetzt bei einem Schrank auf das Zahnrad klickst, kannst du einstellen, was die Nachfrage ist und was er liefert. Ah. Was schon mal mega geil ist. Legierung Nachfrage. Frage. Weißt du, wie man diesen Piep-Knopf an dem GoXLR-Mini einstellt? Weil der macht bei mir keinen Piep mehr. Warte. Oh, war das Konfiguration? Nee, Mixer. Ich weiß nicht, auf was der nämlich den ausgibt. Das kann ich dir leider nicht sagen. Müsste man vielleicht mal googeln oder so. Auch nicht so dringend. Ich dachte, das ist vielleicht. Ja, nee, sorry nicht. So, ich stelle mal eben 5 Drohnen her. Meine Güte. So viele Achievements. Genau, und jetzt können wir nämlich zu der Legierungsstation gehen und der sagen, dass sie das anbietet. Und das wird dann automatisch von den Drohnen quasi hier hingeliefert. Genau. Oh, sehr geil. Oh ja. Ist natürlich effizienter, wenn du nur diesen drei Dingen hast. Ja, genau. So, und wenn man dann auch noch die Rakete hochschickt mit den Positionsdaten von den Drohnen, dann geht's noch besser ab. So, wie lange braucht die noch? 3 Minuten 20. Und in dem einen Spielstand hatte ich irgendwie 200 Drohnen oder so im Einsatz. Oh, wow. Ja. Das geht ein bisschen ab. Drohnenvisualisierungsdrohne. Eine Seite. Eine einzige. Eine Seite. Eine Seite. Dann haben wir den, Dingsens. Filter. Yes.
Nice. Oh mein Gott, ich muss das schauen. Was? Kann ich gucken? Würde ich interessieren. Bei Olympia. Hä? Was? Olympia. Was ja. Ist denn da? Die Frauen spielen gerade Fußball. Und bei Spanien, Kolumbien steht es in der 122. 2:2. Oh. Noch eine Minute. Oh, ich glaube, das kann ich nur im Ticker. Also gar nicht, quasi. Naja, dann Kanada, Deutschland. Ich will halt nicht auf Join gucken, ich will da halt kostenlos gucken. Tja. ZDF. Perfekt in der Halbzeit eingeschaltet. Oh, Seite. Willst du beiwohnen, während ich den, Jo. Ich bin da, wo du bist. Super. Ah, und dann kann... Okay. Nice. Und die Rakete ist zurückgekommen. Der macht aber nur Phytoplankton A. Ach nee, der macht wahrscheinlich mehreres. Ja, da kommt sie. Oh. Loot, 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 loot. Mhm. Und die kann man halt jetzt komplett vollhauen. Mit Sachen, die man verkaufen will. Oh ja, die ganzen Punkte. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen noch für irgendwas. Aber du könntest jetzt mal eben was machen. Guck mal auf die Pflanzen. Ja. Auf den Status. Ja. Wie sieht er jetzt aus? Nimm das nochmal raus, bitte. Ja. Also ich habe jetzt übrigens Sauerstoff rausgenommen, ne? Ja, ja. So. Warte, es aktualisiert noch nicht. Also, wir sind jetzt bei 697.000. Jetzt pack's nochmal rein. Jetzt sind wir bei 9.480.000. Ja. Ne? Ja, und Energie packe ich jetzt auch noch eine rein. Sehr gut. So, Pflanzen. Ja, fehlt nicht mehr so viel. Das ballert jetzt ordentlich. Ja, also es dauert schon ein kleines bisschen noch, aber es geht deutlich schneller als vorher. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh. Oh? Keine Ahnung, ich würde auf Discord nachkommen. Achso. Wir können übrigens Sachen bauen, die. Obwohl, ja, Sauerstoffmultiplikator brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee. So, aber ich würde jetzt Feierabend machen. Genau. Hast du noch 2 Sekunden? Du willst einen Schmetterlingsfarmer bauen? Oh ja. Dauert auch nicht lang, der braucht nicht so viel. Ja, habe ich gesehen. Ich glaube, wir haben auch noch... Stufe 2 habe ich, glaube ich, verbraten.
Algen, Kürbis, Methan. Nein, wir haben kein Methan mehr. Das ist schlecht. Komm, mach hin. Mach schneller los. Ich möchte es noch bauen. Noch 80 Sekunden. Okay. Was braucht denn Erzextraktor Stufe 3? Haben wir den schon? Nö. Brauchen noch ein bisschen Luftdruck. Ja, aber jetzt auch nicht so viel. Ja, zum Glück. Ach, schneller. Yes. Oh. Tilo-Fischeier. Brauchtest du nicht irgendwas für dein Aquarium? Oh ja. Ey, du hast mich da runtergekickt. Ey, hast du gar nicht. Hab ich nicht. Bin nur ein Geier. Immer diese Beschuldigung. Frech. Neues. Grüne Schmetterlinge. Die Fischeier kannst du hinten in das Aquarium reinmachen. Okay, testen wir das auch nochmal. Okay, aber dann würde ich jetzt Feierabend machen. Kann ich absolut nachvollziehen. Echt? Ja, du wolltest doch noch auf das Festival gehen. Ja, das ist jetzt aktuell so ein kleiner Zwang, aber ja. Du musst nicht, du kannst auch hier bleiben und weiter mit mir zocken. Nee, also ich werde da hinfahren, wenn das wirklich früh ist, wo ich wieder zurückkomme, dann schreibe ich nochmal. Ja, ja, alles gut. Ich zocke ja gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit Fabi, dann stellen wir das Mikrofon noch richtig ein. Super. Genau. Ja, also wünsche ich einen schönen Abend, viel Spaß noch und ich bin jetzt komische Musik hören. Mag uns das. Okay, dann an alle nochmal schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Ich bin dann jetzt weg, vielleicht komme ich nachher nochmal online.
Und so wünsche ich dann erstmal einen schönen Abend und sonst bis morgen. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Bye bye.